Hi und herzlich willkommen zu diesem Teil des Imstafesta Online-Events. Mein Name ist Robin, ich bin Producer, Mixing Engineer und Content Creator hier in Köln. Und in diesem Video stelle ich euch das VST-Instrument Faceplant vor. Das ist ein VST-Synthesizer von der Firma Kilohertz. Und der hat ein paar spannende Features. Und was diese Features sind, werde ich euch im Laufe dieses Videos zeigen. Allerdings werde ich euch jetzt erstmal ein paar Beispiele geben, was dieser Synthesizer so alles zu bieten hat. Also, zum einen hat dieser Synthesizer sehr viele eindrucksvolle Synth-Lead-Presets. Und eins davon habe ich mir jetzt mal hier reingeladen und zeige euch direkt mal, was der so drauf hat. Ja, das ist dieser Synth-Lead. Also wie ihr seht, hier gibt es einige Synth-Leads. Wir können noch mal einen anderen hier aus dieser Kategorie ausprobieren. Schauen wir doch einfach mal, was der hier zu bieten hat. Auch sehr interessant. Dann machen wir noch einen dritten. Machen wir einfach für jede Kategorie quasi drei Stück. Ich mache einfach mal so ein bisschen zufallsmäßig. Genau, das ist die Kategorie Leads und dieser Faceplant Synthesizer hat auch noch sehr viele lebendige, sich verändernde Pads zu bieten. Und da werden wir jetzt direkt mal reinschauen oder reinhören. Und da habe ich schon ein Preset rausgesucht und das heißt Spur. Ja, also ihr hört, da geht sehr viel ab. Sehr interessanter Sound, der sich auch schön entwickelt. Bietet einiges für das Ohr. Da haben wir noch so sehr komplexe, fette Bässe. Und dafür habe ich mir ein Preset rausgesucht, was, das heißt auch Garage Bass, also für dieses Genre Garage sehr geeignet. Und es ist halt auch für Drum and Bass und Dubstep eine sehr schöne Kategorie, die dieser Faceplant hier auch sehr gut macht. Ich kann ja mal noch ein anderes aus dem Bereich hier raussuchen.
Also dieser ganz klassische Dubstep-Sound aus dieser 2009-Ära. Genau, das sind diese Bässe. Dann kommen wir hier zu einer Kategorie, die würde ich so beschreiben als so diese One-Key-Patches. Also wo man nur eine Taste drückt und dann hat man quasi ganz viele ja, sich entwickelnde Sounds. So würde ich das irgendwie beschreiben. Auch so ein bisschen Sequencing mit drin. Und da habe ich mir hier so ein Preset rausgesucht, Basic Acid. Und das klingt so. Und jetzt zeige ich das mal kurz. Das ist hier alles auf einer Note. Also das sind einfach so, ja, so sich entwickelnde Sequences, die gepatcht wurden. Schauen wir mal noch nach einem anderen. Bisschen atmosphärischer. Genau, also ihr versteht, was ich damit meine. Dann gibt es außerdem, was mich sehr überrascht hat, so Percussions in diesem Synth. Und das finde ich ziemlich cool. Und das ist hier auch so, dass ich einfach nur eine Taste hier eingezeichnet habe. Also nur einen Ton. Und das Ganze klingt dann so. Und davon gibt es natürlich dann auch noch ein paar mehr. Jetzt kommen wir auch zu einem sehr spannenden Teil. Und zwar hat Faceplant auch sehr viele Effekt-Presets. Und das wäre zum Beispiel sowas. Also es hat mich direkt an so Blockbuster-Produktionen erinnert. Also für so Sounddesign von Film oder Fernsehen ist das dieses Faceplant auch sehr, sehr schön. Schauen wir noch mal nach einem anderen. Ich habe hier noch ein anderes drin sogar. Und das ist Vintage Arcade. Das ist vielleicht auch eher so für so Spielemacher. Also für so Games für die ganze Game-Industrie interessant. Also ihr hört schon, damit kann man auch schön so Sounddesign für Spiele machen. Schauen wir mal noch nach einem anderen. Chemical Bomb.
Genau. Das sind so die Presets. Und jetzt würde ich euch einfach erstmal so einen Überblick geben über diesen Faceplant VSD Synth. Und deshalb habe ich mir jetzt erstmal hier ein leeres Exemplar geladen. Also, der Faceplant ist so ein Semi-Modular Soft Synth. Und der ist mehrfach ausgezeichnet und würde ich auch sagen, ist für Musikproduzenten, aber auch, wie ihr gerade schon gehört habt, für Sounddesigner sehr interessant. Und der Grund, warum der interessant ist, ist, dass da wirklich hohe Qualität zu finden ist, was ihr wahrscheinlich auch gerade gehört habt, und die Verarbeitung der Sounds auch sehr hochwertig ist. Und außerdem finde ich, dass man sehr viel kreative Freiheit hier hat. Also man kann hier wirklich sehr, sehr viel selber verändern, was man ja auch nicht überall hat. Und auch so der ganze Workflow. Also obwohl man so viel verändern kann, ist trotzdem der Workflow sehr intuitiv und die Benutzeroberfläche auch sehr benutzerfreundlich. Und trotzdem gibt es aber quasi so eine endlose Kombination von Generatoren und Modulatoren und Effekten, sodass man im Prinzip jedes erdenkliche Instrument damit erzeugen kann. Genau. Das ist so erstmal der Überblick für dieses Faceplant. Und ich gebe euch jetzt erstmal so einen Einblick in die einzelnen Bereiche von diesem VST-Instrument. Und das ist ja auch schon sehr schön gekennzeichnet. Also ihr habt hier oben natürlich diesen Preset-Browser, beziehungsweise wo der angezeigt wird. Wenn ihr hier auf Browse geht, dann habt ihr hier alle eure Presets und hier die einzelnen Kategorien. Und dann könnt ihr das hier natürlich auch speichern und hier dann ein neues erzeugen. Hier haben wir so Makros, die können wir dann später auch verbinden mit unseren Einstellungen. Und hier ein Mod-Wheel, was wir auch benutzen können. Dann haben wir hier einen größeren Bereich und das ist der Generatorbereich. Und das ist zum Kombinieren von Generatoren, also Waveforms, Wavetables, Noises und so weiter, aber auch Filter und Verzerrungen. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit einem Generatormodul die Audio Rate eines FM zum Beispiel modulieren. Und ich zeige euch einfach mal kurz, wie man das hier macht mit diesen Generatoren. Man drückt hier einfach drauf und dann kann man hier schon, sagen wir jetzt einfach mal, einen analogen Generator einfügen und dann können wir das hier auch verändern. Ich spiele das jetzt hier mal auf meinem Keyboard, was ihr nicht seht im Bild. Haben wir hier schon einen Sound generiert. Und genau, dann können wir das hier noch ändern. Ich kann ja mal, damit das ein bisschen musikalischer klingt, einfach mal das Pattern von oben nehmen. Und
jetzt hier zum Beispiel noch die Attack verändern. Oder auch andere Parameter hier verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Bass haben will, kann ich das so machen. Ist jetzt natürlich dann viel zu hoch gespielt. Aber so könnte man das dann machen. Ich würde dann hier das eher so machen. Also so kann man halt dann auch sich zum Beispiel einen Bass generieren. Dann haben wir einen weiteren Bereich und zwar diesen Effektbereich. Und da haben wir hier so drei Reihen, wo wir dann jeweils Effekte reinbringen können. Und so können wir halt Effekte auch ganz gut kombinieren. Das heißt, wenn jetzt mein Bass, wenn jetzt mein Bass mir ein bisschen zu lieb klingt, kann ich natürlich hier Distortion reinbringen. Genau, könnte dann hier danach dann noch viele andere Effekte reinbringen. Genau. Zum Beispiel jetzt mal nur zur Info, hier haben wir auch diese Polyphonie-Einstellung. Das heißt, wenn ich nicht will, dass die sich so überlappen, wie man das auch eben gehört hat, einfach hier auf 1 stellen, dann schneiden die sich selber gegenseitig ab. Das heißt, das hier ist alles auch sehr simpel aufgebaut. Also sehr benutzerfreundlich. Genau. Und dann haben wir hier unten auch noch diesen Modulatoren-Bereich. Und der ist halt mit diesem sehr innovativen Modulationssystem von Kilohertz ausgestattet. Und da kann man halt Modulationen so kombinieren, dass man im Prinzip jedes Element von dem Sound kontrollieren kann, um dann wirklich den Sound zu bekommen, den man will. Oder vielleicht auch den man nicht wollte, der dann aber trotzdem gut klingt. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt hier in diesem Modulationsfenster eine LFO reinbringen, um okay, nee, ich mach's anders. Ich bringe keine LFO rein, sondern ein Envelope und steuere damit diese Distortion hier. Und das machen wir dann so, dass wir
hier auf Plus drücken und dann hier drauf. Und dann kann man hiermit den Drive in dem Fall kontrollieren. Und so kann man so einen kleinen Kick, so eine kleine Kick vor die vor diesen Bass noch setzen, zum Beispiel jetzt. Genau, so kann man das dann noch machen. So, und ich würde sagen, ich zeige euch hier einfach noch ein paar Presets, die wir hier noch drin haben. Und kann euch ja noch ein bisschen dann zeigen, was darin genau gemacht wurde. Mal hier zu den Keys vielleicht. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Das ist allerdings jetzt nicht optimal für Keys. Da nehmen wir dann lieber. Schauen wir mal, wie das hier ist. Genau, also hier, davon habe ich halt eben gesprochen, diese Makros. Da haben wir ganz übersichtlich hier oben einfach so ein paar Knöpfe, dass wir nicht immer gucken müssen, wo ist denn der Effekt und dann welchen genau muss ich denn da wählen, sondern man kann hier dann einfach diese Makros hier ansteuern, um den Sound zu verändern. Und das kann ich natürlich jetzt auch hier sozusagen automatisieren, wenn ich jetzt will, dass der so auf und zu geht, kann ich hier einfach in diesen Modulatoren eine Sine Wave reinbringen, vielleicht eher dann zum Tempo anpassen und dann kann ich das verbinden mit dem Filter Cutoff. Thank you.
Und was ich wirklich sehr praktisch finde, ist, wenn man, dass die das so machen, wenn man hier drauf drückt, dass einem dann diese Optionen quasi so gegeben werden. Das macht das Ganze sehr, sehr einfach. Ich kenne das auch von anderen Synthesizern, dass man dann irgendwelche ganz komischen Schritte machen muss, um dann dahin zu kommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gelöst, wie ich finde. Schauen wir uns da noch ein anderes Preset hier an. Das ist schön. Und hier haben wir auch noch so ein Plugin drin, also so ein Effekt drin. Ich schalte den mal aus. Ja, auch sehr schöner Effekt, der lässt das Ganze so ein bisschen vibrieren. So ein kleiner Vibrato ein bisschen. Oder Flutter-Effekt. Und man sieht auch hier, das ist gesteuert von diesem Modulator. Von diesem LFO hier unten in den Modulatoren. Also das ist schön gemacht. Genau, noch ein letztes und dann habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen. Machen wir vielleicht noch mal so ein Pad. Ja, also gefallen mir wirklich sehr gut diese ganzen Presets. Und deshalb war es auch schon mit diesem, ja, mit dieser kleinen Vorstellung von Faceplant von Kilo Hearts. Und mir gefällt das persönlich ziemlich gut, weil halt, dass diese Benutzeroberfläche hat, die sehr einfach und simpel aufgebaut ist und wie ihr gerade gesehen habt, selbst für jemanden wie mich, der sich jetzt noch nicht extrem viel mit Synthesizern beschäftigt hat oder mit Sounddesign beschäftigt hat, ist es nicht schwer, einen Sound zu kreieren, den man im Kopf hat. Außerdem, wenn man auch keinen Sound im Kopf hat, dann hat man ja auch diese ganzen Presets. Also man hat sehr viele Presets hier drin. Plus, das muss man auch dazu sagen, es gibt ja noch Preset-Bänke, die man zusätzlich noch dazu erwerben kann. Und deshalb hat man da einfach auch eine sehr große Auswahl an Sounds. Also gut geeignet für Beginner, aber auch natürlich für jeden anderen, weil einfach hohe Qualität geboten ist. Ja, und dann war es das mit diesem Teil vom Imstafesta Online-Event. Und ich würde sagen, ich lasse euch noch mal ein bisschen was abspielen und lasse dann so das Video ausfaden und wünsche euch noch viel Spaß auf der Imstafesta. Ja, danke fürs Zuschauen und ciao.